Hey, hast du schon gehört? In die 5 ist eine neue Familie eingezogen. Ja, die sollen aus Polen kommen. Echt? Aus Polen? Das ist ja cool. Da kommt sie. Hi. Hallo. Hi. Erzähl doch mal was von dir. Ich heiße Anna, bin 25 Jahre alt und wohne seit 2 Wochen hier mit meinen Eltern. Mein Papa Piotr hat eine Stelle bekommen bei einer deutsch-polnischen Stiftung. Und meine Mutter Małgorzata ist eine Lehrerin. Kannst du auch mal was auf Polnisch sagen? Cześć, mam na imię Ania, mam 25 lat i mieszkam tu od 2 tygodni. Mój tata Piotrek pracuje dla polsko-niemieckiej fundacji, a mama Gosia jest nauczycielką. Vielleicht ist euch bei der Vorstellung eben etwas aufgefallen. Die Namen wurden unterschiedlich ausgesprochen. Im Deutschen anders, im Polnischen anders. Gibt es etwa den Namen Anna in Polen gar nicht? Doch, den Namen Anna gibt es schon. Aber die Polen, die verniedlichen ziemlich häufig alles und jeden und benutzen fast immer die Koseform ihres Namens, außer bei offiziellen Anlässen vielleicht. Und die Koseform von Anna ist Anja. Ist euch vielleicht noch etwas aufgefallen? Anna. Genau. Beide N werden ausgesprochen. Im Deutschen hingegen wird das N eher verschluckt. Und was die Kosenamen angeht, da ist es bei den Namen des Vaters und der Mutter ganz ähnlich wie bei Anja. Die Kosenamen lauten nämlich Piotrek und Gosia. Es gibt im Polnischen aber nicht nur eine Form der Verniedlichung. Weit gefehlt. Es gibt im Polnischen geradezu verschiedene Raketenstufen von Verniedlichung. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist der Name Margarete, auf Polnisch Małgorzata und auch sehr weit verbreitet in Polen. Und bei Małgorzata, da könnt ihr sagen Małgosia, Małgośka, Gosia, Gosiunia, Gosiuneczka oder auch Gosiaczek. Und bei Piotr, da könnt ihr zum Beispiel sagen Piotr, Piotrek, Piotruś, Piotrunio, wie ihr wollt. Eurer Fantasie bei der Bildung von Vornamen steht im Grunde nichts im Weg.